Wir sind noch unter einer Stunde geblieben, bis der erste Sims den Löffel abgibt. Ist das nicht als allerliebst? Ja. Er ist am Schwimmen. Was will er denn eigentlich mal werden, wenn er groß ist? Wenn er groß ist? Nichts. Du bist momentan arbeitslos. Du bist nicht nur arbeitslos, sondern lebenslos. Nicht mehr lange, dann bist du lebenslos. Wieso eigentlich? Unfertiger Raum. Der Raum ist nicht fertig, du Arsch. Der Wandbelag ist da. Für die Frechheit wirst du jetzt so vor die Hunde gehen. Oh, dare not, Weeby! Wann los? Du bist arbeitslos? Das ändern wir mal ganz schnell. Entschuldigung. Falsche Tasten. Hierhin teleportieren. Jobs und Berufe, Traumkarriere finden. Was könnte ich dich denn machen lassen? Schabrackenonnenschreck. Eigentlich will ich nicht mit dir spielen. Feuerwehr, Innenarchitekt, Stylistin, Tagespflege, Geisterjägerin, Ermittlerin. Mach mal Ermittlerin. Und damit du mir keinen Blödsinn machen kannst, hierhin teleportieren. Meinst du, ich lasse dich jetzt oben oder was? Hey, Vogel. Selbstmotivation kommt gleich nach Selbsterhalt. Wenn man der einsamen Karriere des Ermittlers erfolgt, Schnauze, sonst Knast. Da rein. Manche mache Verbrecher ausfindig, löse Rätsel und sorge für Ruhe und Frieden. Wenn Sims keinen anderen Ausweg mehr wissen, hängen sie sich am nächsten Ast auf. Wenden sie sich an dich, fühlst du dich dieser Herausforderung und den damit verbundenen Stress gewachsen, dann wartet jene Menge Intrigen auf dich. Schabracke Nonnenschreck besitzt nun einen respektablen Mantel, wie er einem Privatermittler gebührt. Nee, Privatermittlerin. Nee, sie ist ja kein Kerl. Sie ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine Barbie-Puppe. Die hat ja keine Otze oder er hat ja auch kein Anz. Von daher gesehen, ne? Danke. Das war mein Wecker. Gut, er hat die Tagespflege eröffnet. Was will denn der jetzt eigentlich machen? Er möchte die Toilette benutzen. Na, ist das nicht herzallerliebst? Jetzt ist er den weiten Weg bis hier runtergelaufen. Die Blase ist kurz vorm Bersten, vorm Platzen. Die Flüssigkeit läuft schon aus der Nille raus. Tröpfelt schon teilweise auf dem Boden. Er hat es gerade so geschafft. Zum Glück habe ich das Ding da drüber gebracht. Ja, ich möchte ihm nämlich nicht beim Pinkeln zuschauen. Das ist das Letzte, was ich will. Das wäre ja noch schöner. 18.05 Uhr, ob er es bis 19 Uhr wieder auch schafft zu den Kindern? Nein, er hat die Tagespflege offensichtlich schon. Er wird hier hingehen. Nein, du wirst nicht schlafen. Deine Energie ist zwar im Roten, aber so rot nun auch wieder nicht. Ich könnte natürlich auch einen Fahrstuhl reinbauen, aber hey, wer will das schon? In Ordnung. Die Eltern kommen gleich, um ihre kleinen Blachegeister abzuholen. Ich liebe die Kleinen. Was macht denn er für einen Scheiß hier? Bonner, das Laufen beibringen. Hey je. Chihuahua Tuchu! Aus dem Leben scheiden, wenn du nichts zu fressen kriegst. Hast du Pech gehabt. Weiter kochen. Sag mal, bist du bescheuert oder so? Chihuahua Tuchu! Hazme, Gabu. Allison barkt. Adrene bracht. Auch das noch. Wen haben wir denn hier? Schlampe, Bettina. Ach nee, Schabracke. Bettina Haus. Aha. Verlassen Sie bitte letzteres umgehend. Oh, Wibwe.
Wo rennt denn die hin? Du möchtest jetzt aber nicht um mein Haus rumschleichen, oder? Du bist doch keine Stalkerin, oder? Vielleicht doch? Wo geht denn die hin? Ist er abgenippelt. Das freut mich aber, Kodra, du Drecksack. Man könnte auch Gorfio sagen, aber das wäre dann, ne? Nein, der heißt ja Kodrat, Kodrat, ne? Kot und Rat. Ab in die Mülltonne mit dir. Da, wo du als Kind rausgekommen bist, da bist du jetzt wieder drin. Wer von euch Arschgesichtern hat das Ding im Beschlag? Niemand. Und wir werden eben unter dem Gebüsch hier vergraben. Er hat sich hier verewigt im Garten. Naja. Ehrlich gesagt möchte ich nicht mit ihm die Blumen düngen. Naja. Schabracke? Wohin des Weges? Wo bist denn du eigentlich? Ach, da ist er. Schabracke, ich hab was, ich hab hier was für dich. Es tut mir leid, wenn ich dich wieder hochholen muss. Aber du kannst ja ein bisschen trauern. Nehme ich mal an. Du kannst ja den Weg nochmal laufen. Ist ja nicht so schlimm, oder? Es ist doch nicht schlimm. Wenn du die halbe Strecke schon gelaufen bist und jetzt wieder von vorne anfangen musst. Wenn du nach China willst, musst du auch laufen. Mal fahren oder fliegen wirst du nicht. Woher soll ich die Kohle nehmen? Ich hab kein Geld. Ich meine, die Ache hat kein Geld. Ich hab Geld. Die Ache nicht. Das ist mein Geld. Meine Kohle. Und davon kriegt die Ache nichts. Oh, faule Hot Dogs. Jawohl. Ja. Eigenschaft für aktiven Sim ändern. Er hasst die Natur. Er ist tollpatschig und mürrisch. Dann mache ich mürrisch weg und mache aus dir einen Vegetarier. Ja, Entschuldigung an alle Vegetarier, aber das muss jetzt einfach sein. Ja, genau. Er hat Rückenschmerzen, schmerzhaft. Sims haben vielleicht ein wenig Schmerzen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Manchmal kann eine Massage helfen. Nee, auf keinen Fall. Was, wegen Schlafsack? Ja, Rückenschmerzen können ganz schön unangenehm sein. Eine Massage und so weiter. Stellt dir gleich in den Arsch. Sori fühlt sich nicht so gut. Er sollte in der Nähe eines Badezimmers bleiben, weil Sim Fleisch gegessen hat. Das ist jetzt auch das Lustige. Bis aufs Klo schafft er nicht. Das Ableben eines geliebten Sim trifft vor allem diejenigen, die ihn kannten. Der Rest, dem ist er scheißegal. Der Sim, der, ne, das Zeitliche gesegnet hat. Gut ausgeruht. Ich dachte, wegen dem Schlafsack hat er Probleme. Aber hey, wenn nicht. Er ist auf dem Weg zur Toilette. Ob er es nochmal schafft, bis auf die Toilette zu kommen? Da läuft er gerade die Treppe runter. Im Sondersprint läuft er los. Er rennt, er läuft. Er wird es nochmal schaffen. Die 100 Meter in 13 Sekunden. Oder wie viel? Dürfte so ungefähr Rekord sein, ne? 13 Sekunden, 100 Meter? Oder waren es 15 Sekunden? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wenn ich hier so fies wäre, ich würde die Türen alle zuschließen. Ja. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Der Reifen von Reifenschwanz. Und da hinten ist er. Er ist auf der halben Strecke angekommen. Er hat noch ein weites Stückchen vor sich und ich hätte eine Falle aktivieren sollen. Schade eigentlich.
Ich hab's nicht gemacht. Und er läuft weiter. Und er ist fast an der Zielgerade. Und bitte einmal brechen. Bitte brechen Sie jetzt. Ich denke, der muss kotzen. Deswegen rennt er auch so komisch. Ich würde sagen, die 24 Sekunden kannst du da bleiben. Sauber lecken, auch nicht schlecht. Noch 18 Sekunden, ob er es bis nach schafft, das ist die Frage. Rennt du da nicht, er tut laufen. Er geht. Er läuft nicht, er geht. Und wer kommt denn hier? Der andere Aufzünder kommt gerade. Was es wohl sagen wird. Was denn jetzt schon wieder los? Der Hampelmann. Er muss gleich brechen. Na, ich glaube nicht, dass das was wird. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Es hat geklappt. Bitte brechen Sie jetzt. In die Schüssel. Natürlich. Einmal abseilen, bitte. Wen haben wir denn hier? Arschfalf und Bonner Arschtreter. Apropos, wir sind ja nur zu fünf, ne? Das heißt, wir können uns wieder einen... Jawoll! Und wen haben wir uns ausgedacht? Wen haben wir? Den Kackstrauch. Nehmen wir mal den Kackstrauch. Nee. Den Kackstrauch möchte ich eigentlich nicht nehmen. Ich möchte C nehmen. C aus dem einfachen Grund, weil es ein Jugendlicher und ein Roboter ist. Und die werden wir jetzt mal hier platzieren. Ich möchte die verbinden, ja. Und dann haben wir wieder 140.000. Nein, nicht doch. Also normalerweise bringen die so 18.000, 16.000 in die Familie mit rein. Die 40.000, das ist ein Mod. 44, also gut. So, jetzt ist es natürlich so, dass... er hat den Eingang gefunden, mein Freund. Bei ihm muss ich nochmal ganz kurz was machen. Sim bearbeiten, in der Stelle einen Sim. Ja... Das ist richtig. Schnauze. Die Grundlagen. Ich möchte nämlich hier Jesus C möchte ich gerne. Jesus Christ, Christus. Möchte ich hier ändern und dann hier mal kurz. War eigentlich Jesus ein Schwarzer? Oder so ein, mehr so ein Mischling? Aber eine Hackfresse hat er auf jeden Fall. Unterbiss, auf jeden Fall. Hasenzähne vielleicht noch. Eine krumme Nase, schlechte Augen, große Ohren. Ja, so stelle ich mir Jesus vor. Das passt auch. Kein Arsch in der Hose, aber Lavaloma furzen in der Kirche. Das ist sehr schön. Das gefällt mir richtig. Das können wir den ganzen Tag so machen. Ah, hier. Pause aufheben. Warum habe ich hier eigentlich gar kein Licht? Habe ich hier kein Licht? Bitte jetzt einmal Licht machen. Pass mal auf, du wirst gestatten. Danke, da vorne ist ja schon Licht. Und da oben ist kein Licht? What the fuck? Nein, ich wollte eigentlich das haben, um es dann hier zu stellen. Dann möchte ich gerne das da haben. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle übrig, aber trotzdem, wir werden hier dieses gammelige Teil nehmen. Würdest du bitte mal... Ach, geht ja gar nicht. Das sind, klar. Nein. Farbe einstellen. Orange. Alle Lichter. Und natürlich automatisch einstellen. Alle Lichter. Oh, guck mal, was ist... Was ist? Es kann laufen. Der Pater Hotenschreck. Natürlich, er bestaunt jetzt die das Wunderwelt der Technik, die Lampe, die von der Decke hängt. Was hält es wohl an der Decke? Fragt er sich. Ist es die